Jetzt kommen wir zu einer wunderschönen Frau. Sie hat als erste Germany's Next Topmodel gewonnen und ist danach big ins Business eingestiegen. Nicht nur auf dem Laufsteg, sondern auch in der Fernsehunterhaltung und ist bei ProSieben gleich in mehreren Shows zu sehen. Bitte begrüßen Sie Lena Gercke. Bei dir muss man sich ja immer schnell hinsetzen, damit man nicht unter das damit Kleid man gucken nicht hinfällt. Kann. Ja. Ach so, damit man sich unter das Kleid gucken kann. Ja, beides eigentlich, oder? Ja. Kann nichts passieren. Man weiß ja, wie man sitzt, oder? Wie man aus dem Auto aussteigt so. Und so. Weißt du das auch? Da werden ja oft Fehler gemacht bei Frauen, die das habe ich ganz lange geübt. Ja, okay. Ja. Wo kommst du her gerade? Ich komme gerade aus München. Aus München? Ja, von zu Hause. Ach so. Ja. Warst du nicht gerade in Paris? Ah ja, am Sonntag, ja. Ja. Stimmt. Was hast du da gemacht in Paris? Eine Show angeguckt. Es ist ja gerade Fashion Week in Paris. Eine Show angeguckt? Ja. Nicht mitgemacht? Nicht mitgelaufen, nee. Ich habe mich richtig faul in die erste Reihe gesetzt. Ach so, okay. Warum läufst du nicht mit? Einfach nur so, weil ich habe mir gedacht, die Kleider kann ich ja besser sehen, wenn ich da sitze. Okay. Ist das noch was dir Spaß macht, auf dem Laufsteg zu arbeiten? Oder sagt man irgendwann nach einer Zeit, kommt mir auch ein bisschen blöd vor, wenn ich immer den Fummel von anderen Leuten durch die Gegend tragen muss. Da gibt es Interessantes. Deswegen mache ich jetzt nur noch Fernsehen. Nee, also Laufsteg habe ich ja gar nicht wirklich viel gemacht in meinem Leben. Ich habe ja viel Shoots gemacht. Und Shootings. Yeah, genau wie ich. Genau. Ich habe auch wenig Laufsteg und viele Shoots gemacht. Ja, und ja, Laufsteg habe ich gar nicht so viel gemacht. Okay. Ja. Deswegen ist es auch nicht langweilig geworden wahrscheinlich. Ja? Nee, ja. Genau. Jetzt machst du für ProSieben mehrere Projekte. Mhm. Du hast Frankenstein gemacht oder wie sagt man, Frankenstein? Oder wie Frankenstein. Frankenstein. Weiß aber keiner so wirklich, wie ja, man es ausspricht. Weiß keiner so wirklich. Und du bist jetzt bei ProSieben als Co-Moderatorin von Tore Schölermann in The Voice of Germany zu sehen. Was ist dein Job? Mein Job? Ja. Neben Tore zu stehen und alle anzukündigen. Okay, bist du auch hinter den Kulissen tätig? Wir sind quasi, ja, wir sind am Anfang sind wir quasi hinter den Kulissen, irgendwie bei den Families, sind quasi bei den Freunden, all die, die irgendwie Backstage mitfiebern und hinterher sind wir halt auf der Bühne, wenn es dann zu den Knockouts kommt, wenn es zu den Battles kommt, dann sind wir halt mitten im Geschehen und leiten die Sendung. Singst du auch mit? Ich singe hinten, hinterher singe ich mit, ja. Wenn jemand wie du singen könnte, ich glaube, das würde ein Riesenerfolg sein. Meine Schwester kann sehr gut singen. Ja, ich weiß, die hat mal bei uns mitgemacht. Ja, ja, ja. Du hast gar kein Talent. Aber das Gehen wurde nicht an mich weitergegeben. Gar nicht? Das kann doch nicht sein. Du musst doch irgendwie ein bisschen was mitbekommen haben. Lustigerweise gestern, weil ich habe mir ein Klavier zugelegt und wir haben gestern Abend, war meine Schwester bei mir und wir haben so eine kleine Jam-Session gemacht. Aber sie hat gespielt und sie hat gesungen. Ach so. Ich kann so ein bisschen. Ja. Und was singst du, wenn du... Ich sing gar nichts. Ich höre mir das nur an, was du musst doch mal was gesungen haben unter der Dusche oder irgendwo singst du doch mal. Ich sing eigentlich immer, ehrlich gesagt. Aber... Was denn? Nicht vor Leuten. Was denn? Was denn? Du, alles Mögliche. Ich sehe gerade mein Jackett ist dreckig. Britney Spears bis... Britney Spears bis... Keine Ahnung. Hip-Hop. Hip-Hop. Ja. So wie der von Mundschule. Also rappen kann ich nicht, genau. Also ähnlich. Ja. Ich sehe gerade, mein Jackett ist dreckig. Du singst ja ganz gerne, oder? Ja, manchmal. Mm. Das Jackett ist dreckig, fällt mir gerade auf. Das ist von gestern noch von dem Krokodil. Sieht man das? Hier? Das sieht man doch, oder? Ja. Wie, du hast das Jackett von gestern an? Ja. Was heißt das Jackett von gestern? Ich habe das eine Jackett. Ach so. Das habe ich seit sehr vielen Jahren an. Das ist das TV-Total-Jackett, oder wie? Genau. Okay. Es gibt eine, ja. Ich sag immer nur, never change a winning jacket. Ja. Okay. Was machst du, um gut auszusehen? Was machst du normalerweise? Anscheinend zu wenig Sport, habe ich nach dem Dreh festgestellt. Wie ist das so in der Woche? Einmal, zweimal ins Studio oder? Du, ehrlich gesagt, total unterschiedlich. Diese Woche war ich noch gar nicht. Okay. Aber heute ist ja auch erst Mittwoch, ne? Ja. Und du isst, was reingeht? Du isst, was reingeht? Ich esse, was reingeht. Nee, die Zeiten sind leider vorbei. Damals, als ich mit 17 hier auf deiner Couch saß, da konnte ich noch essen, was ich wollte.
Du hast hier auf der Couch gesessen? Weißt du das noch? Das war, ich hab mir das vor ein paar Wochen mal angeschaut. Ach, und das war echt... Das war vor dem Finale oder danach? Das war das erste Interview, was ich überhaupt gemacht habe. Das war direkt danach, sind wir quasi hier reingefahren worden. Ah, okay, ja, ich erinnere mich. Genau. Mit den anderen drei. Das war und die erste Staffel. Ich habe eigentlich so gar nichts gesagt. Ja, du hast mich 1000 Sachen gefragt und ich habe immer so, ja, nein, ja, nein. Ja. Und wusste überhaupt gar nichts. Und jetzt sabbelst du wie ein Wasserfall. Ja, total, oder? Ja, so kann ich das immer. Wie lange ist das jetzt her? 10 Jahre. Ah, 10 Jahre ist das schon her? Ja, ich bin so alt. Nee, echt, das ist 10 Jahre her? Was, wie alt bist du denn jetzt? Mal gucken hier. Ja, rechne mal, wenn ich damals 17 war. 27. 27. Ja, das heißt, im Herbst der Modelkarriere kommst du noch mal zu uns. wir machen erstmal ein kleines bisschen Werbung, oder? Glaube ich. Und gleich sind wir wieder zurück. Dann kommt auch noch vegan. Stehst du auf veganes Essen? Nee. Nein. Björn Moschinski, Deutschlands bester Vegankoch. Bleiben Sie dran, bis gleich. Lena Gerke bei uns zu Gast. Wie sieht es eigentlich aus, wenn man, wenn das jetzt ist, jetzt 10 Jahre her, gibt es noch Kontakt mit Heidi? Witzigerweise habe ich gestern eine Einladung bekommen zu ihrer Halloween-Party. Das ist diese Halloween-Party in New York, wo Heidi dann immer so... Ja, und ich war auch zwei, dreimal da und das war ganz cool eigentlich. Was geht da ab, wenn man aber da... Aber dieses Jahr bin ich nicht da. Da muss man sich verkleiden als was auch immer, als Monster oder was. Und dann kommt man da hin und dann, was passiert auf der Halloween-Party? Ja, meistens entdeckst du sie ja tatsächlich gar nicht auf der Party, weil die ja so krass verkleidet ist, dass man das eigentlich jeder sein könnte so. Ja. Aber da sind alle ganz gut drauf und feiern, ja. Da gehst du nicht hin? Muss man den Flug selber bezahlen oder zahlt die den auch? Das habe ich noch nicht nachgefragt, aber ich bin eh im Urlaub dann. Ich bin noch nie zur Halloween-Party von Heidi Klum eingeladen. Ah, vielleicht kann man das ja so überschreiben, dass du hingehst anstatt ich. Du gibst mir dein Ticket. Ja. Genau. Kannst noch eine Person mitnehmen. Kannst du raussuchen mit ihm. Ich brauche mich auch gar nicht verkleiden, ich kann einfach so zur Halloween-Party. Oder geht's als ich? Damit du auch reinkommst. Ich gehe als du, wie soll man das denn hinkriegen? Ja, damit die Einladung übertragbar ist. Ach so, okay, verstehe. Wieso gehst du nicht hin? Weil du, was hast du was zu tun? Weil ich im Urlaub bin. Ach so. Ja. Ich dachte, du arbeitest bei The Voice gerade. Wir haben ja schon gedreht. Ach so, okay. Wie viel arbeitet man als Model, wie du, wenn man ein paar Fernsehsendungen macht, ein bisschen Shoots und so? Und dann, wie viel Zeit im Jahr hat man einfach total frei? Und sagst, ich. Wie oft warst du in diesem Jahr schon in Urlaub? Noch gar nicht. Doch, einmal mit meiner Mama. Ah, okay. Ja, für 5 Tage. Und den Rest, hast du gearbeitet oder hast du einfach, hängst du im Bett ab und guckst, weiß ich nicht was, hier ich würde sehr gerne im Bett abhängen, aber tatsächlich habe ich gearbeitet, ja. Okay. Also bei mir ist ja Arbeiten auch immer viel mit Reisen verbunden, deswegen... brauche ich immer so 3 Tage für einen Job, weil ich ja immer an- und abreisen muss. Und tatsächlich habe ich jetzt irgendwie den ganzen Sommer durchgedreht und jetzt habe ich mir gedacht, okay, jetzt kann ich mal eine Woche in Urlaub fliegen. Okay, wo geht's hin? Ach, willst du nicht sagen? Weit weg. Malle? Ganz weit weg. Ganz weit weg? Ja. Aber da, es wo ist mich so, keiner findet. Aber du willst es nicht sagen, weil es so klein ist, dass man, wenn man... Es ist tatsächlich ganz klein und ganz warm und ganz sandig und... Ja, Malediven, okay. Nee, welche Insel? Nee, nee. Falsche Richtung. Falsche Richtung, Bahamas. Oh, ja, klein und sandig und sonnig. Es kann nur Malediven oder Bahamas sein. Nee, Bahamas sind es nicht. Aber, nein. Aber ähnlich. Bermudas. Bermudas. Du wirst es nicht erraten. Barbados. Nein. Karibik. Ja. Ja, da sind wir doch schon. Okay, Karibik, dann gehen wir die jetzt mal durch. Oben ist Kuba. Gehört zur Karibik, wusstest du nicht, ne? Aber ist zur Karibik. Nein. Ist also im Karibischen Meer. Fragst mich jetzt, ob es Kuba ist? Ja, ist es Kuba? Nein. Okay, Haiti. Nein. Dominikanische Republik. Nein. Grenada. Nein. St. Lucia. Nein. St. Barth. Nein. St. Kitts. Nein. Nevis. Nein. Curaçao. Nein. Sag mir noch welche, was?
Aruba? Nein. Komm, welche kennst du noch? Tortola? Nein, nein. Martinique? Nein. Montserrat? Nein. 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 Bist du sicher, dass du in die Karibik fährst? Ja. Galapagos. Nein. Okay, wir wollen es nicht verraten. Ich wünsche dir aber viel Spaß. Viel Erfolg hier bei ProSieben. Dankeschön. Ja, und, ich werde dich vermissen, Steffen. Ja, du kannst aber gerne noch mal wiederkommen. Musst du einfach noch mal kommen und dann, wenn du aus dem Urlaub wieder zurück bist. Aus Dingens. Was war's noch mal? Karibik. Karibik, genau. Hier. Wo macht man denn hier? Trinidad. Nein. Aber es ist ja, meine Damen und Herren. Danke dir.